Nun. Sind wir alle hier? Ja, ich lasse einmal die Mannschaft durchzählen. Na, gute Idee. Wie sieht's denn hier noch aus? Ach, und irgendein anderes Schiff wird gerade gefressen. Vermutlich deren Schiff, oder? Ja, es sah zumindest so aus. Da waren auch diese Banner, die Herren hier getragen haben. Bolter, vielleicht solltet ihr Angoschmina dahin zu bitten. Das ist keine schlechte Idee. Ich gehe sie holen. Einen Moment. Wir haben übrigens ein Loch im Schiff. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ja, 10 Minuten später ist es relativ voll in eure Kajüte. Mittlerweile konnte sich wohl Ethelios wieder nach unten begeben und versorgt die anderen wenigen kleinen Verletzungen, die es wohl gibt. Die Dukaten-Gardisten haben Meldung gemacht, es sind 2 andere Gardisten gestorben. Dann ist Dottore verschwunden und auch Tioma Dreischwerger. Das sind also 4 insgesamt, die bei euch jetzt fehlen. Und wenn dann die 10 Minuten dann eben nach und nach ins Land gezogen sind und ihr dann dort Platz genommen habt, könnt ihr sehen, dass Magistra Kohlrab selbstverständlich auch anwesend ist, Angroschminia und Marcesca Paliga. Gut, tretet ein, setzt euch. Wenn kein Platz mehr frei ist, bleibt einfach stehen. Kapitän? Nun, Angroschminia, wie ist der Status des Schiffes? Ja, das lässt sich wieder reparieren. Also das sind keine Strukturschäden, die jetzt, das ist nicht schön, aber das kriegen wir hin. Wie lange braucht ihr? Na, ich sag mal 1,5 Tage. Aber wir können damit fahren. Also das ist jetzt zwar, ich weiß nicht, wie das für die Wachen aussieht, da guckt sie ein bisschen rüber zu Rafim, aber naja, das Hüttendeck ist, ich würde dann großräumig absperren. Gut, macht euch an die Arbeit. Jetzt gibt oder es? Soll ich noch warten? Ich weiß nicht, wie wollt ihr es gerne haben? Warten wir erstmal ab. Okay, dann warte ich noch hier. Sie stellt sich hinter Boltax. Marcesca Paligan? Ja. Gibt es Kollateralschaden? Eindringende magische Art an Bord des Schiffes noch? Magistra Kohlrab? Wir haben bei unseren Begehungen nichts feststellen können. Zumindest keine magischen weiteren Gegner, die hier unsichtbar herumfluken. Wir haben Guardiani gesprochen und andere Dämonen oder Wesenheiten aus Sphären, die hier nicht erwünscht sind, nicht gefunden. Gut, vielleicht solltet ihr euch eine Strategie überlegen, wie wir in Zukunft unerwünschte Eindringlinge, die nachts oder zu unpreisgefälliger Uhrzeit eindringen, nun aufspüren. Ein Alarmsystem. Ein magisches Alarmsystem. Überlegt euch etwas. Wir werden uns darüber beraten. Übrigens habt ihr hier ein verblasstes Heptagramm auf dem Teppich. Das solltet ihr eventuell entfernen. Ich weiß. Ja, wir haben mittlerweile den Teppich. Wir haben wahrscheinlich mittlerweile den Teppich schon wieder rübergerollt und man sieht nur noch die Ecken so, in denen der Tagesherrscher drin steht und so weiter. Marcesca Paligan wird dann auch gehen. Das interessiert sie nicht weiter. Magister Kohlrab selbst bleibt am Tisch sitzen. Nun, war es notwendig, einen Dämon zu rufen? Ich dachte, sowas machen wir nicht. Effektiv nicht, nein. Aber zu diesem Zeitpunkt sah die Situation verzweifelt aus. Es war ein Notfall. Hier stinkt es. Unfassbar. Ja, ich mache mal einige Kajütenfenster auf. Ich bin ehrlich, es ist ein Notfall, wenn Rafim oder ich zu Boden gehen. Zu diesem Zeitpunkt, Port Markus, werdet ihr alle am Boden. Nein. Lag sehr bequem auf einer Steinplatte. Beziehungsweise nein, vermutlich war ich schon wieder wach, weil ich in dem Moment ein Silenzium gezaubert habe. Nun, die Zeit mir, dass ich dies nicht wissen konnte. Was ist denn überhaupt passiert? Nun, wir haben geträumt, offensichtlich, mal wieder. Es ist noch nie etwas Positives aus Träumen erwachsen. Ja, an den Teil mit dem Traum erinnere ich mich. Ich denke, ich habe die Traumsammlerin gesehen. Aber was ist draußen passiert? Ihr wolltet den Dämon auf jemanden hetzen, nehme ich an. Sie hat dann selbst einen, ich nehme an, dämonisches oder daimonides Wesen dabei, das sich auf unser Deck begeben hat, kurz bevor ich mich hier reinbegeben habe. Und euer Dämon hat das erledigt? Nein. Er hat sich
Geweigert ist das falsche Wort. Dem Dienst entzogen wäre die beste Übersetzung, die ich mir aus dem Arcanum einfallen lassen kann. Verzeiht, das Wort auf Tayat ist sehr viel spezieller. Jedenfalls, er konnte seinen Dienst nicht erfüllen. Also hat sich die Garde um dieses Wesen gekümmert. Entweder dies oder ist entkommen, was ich für unwahrscheinlich halte. Abelmir, vertraut ihr Raphim, Gonner, mir, Zulamin nicht genug, dass ihr einen Dämon einsetzt? Es war ein Notfall, ihr wart nicht hier. Nun, uns stand eine Übermacht gegenüber. Ihr wusstet nicht, ob wir nicht da sind. In der Tat konnte ich euch schlafen sehen. Nicht euch, aber das gesamte Rest des Schiffes. Die Annahme war sehr treffend, dass ihr, inklusive dem Kapitän, wie ich ihn vorgefunden habe, bereits am Schlafen wart. Sie konnten das nicht wissen, Boltax. Ich denke, es war gut, sich in der Kapitänskajüte zu verbarrikadieren und... Nun ja, Gebrauch von den Möglichkeiten zu machen, die ihnen zu Gebote standen. Ich weiß eure gesunde Skepsis zu schätzen, Bord Magus, aber die Situation schien verzweifelt, wie ich bereits sagte. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass auf diesem Schiff kein Dämon gerufen wird. Ich bin zutiefst entsetzt und enttäuscht. Zur Kenntnis genommen. Ja, ich bin ebenfalls schockiert von meiner neuen Angewohnheit, ohne Rüstung zu schlafen. Das wird sofort wieder eingestellt. Eine fürchterliche Idee meinerseits. Ich mache mir schwere Vorwürfe. Aber ja, worüber haben wir gesprochen? Nun, die Kollateralschäden. Wer ist gestorben noch oder so? Ja, der Seemann ist tot. Also hier unser Steuermann. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass die beiden Wachen direkt vor der Tür sind auch weg. Also entweder entführt oder tot. Die Passwolf noch? Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Also die Meldung war vollständig. Die Dukatengardisten haben antreten lassen und Aswolf lebt. Okay, also... Aber meine Männer meinen, er würde leben. Gut. Das ist beruhigend, aber dass der Steuermann tot ist, ist ein Problem. Jalan sagte immer, wir wären ohnehin unterbesetzt und bräuchten eigentlich einen weiteren. Es klopft an der Tür. Herein. Ich wette, es ist Herren. Hallo, guten Abend. Es ist Herren. Verzeiht, habt ihr schon mit dem Protokoll angefangen? Schön, euch lebendig zu sehen. Wir haben mit der Aufnahme auf euch gewartet. Ich habe bereits protokolliert, dass wir 4 Tote zu beklagen haben. Das ist furchtbar. Wer soll denn jetzt das Schiff steuern? Wer weitsichtig von euch? Setzt euch und protokolliert weiter. Die meisten Sachen, die wir besprochen haben, würden wahrscheinlich eh geschwärzt werden. Falls ihr mögt, ich kann auch. Ich bin Seeoffizier. Ja, das zweifelt ja auch keiner an. Jetzt halt die Schnauze, setzt Dieter hin und schreibt das Protokoll. Raphim, er hat uns gerade angeboten, dass er das Steuer für uns übernimmt. Aber wer bedient dann die Geschütze? So ist es. Die Geschütze müssen bedient sein. Und was bringen uns die Geschütze, wenn wir nicht fahren können? Nun, ich muss auch sagen, dass Oberstleutnant Diamantis war sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie ich in den wenigen Tagen meine Aufgaben als Geschützmeister gemacht habe. Das heißt, wie wäre es, wenn der Oberstleutnant wieder selbst... an Steuer geht, oder? Vorschlag abgelehnt. Also ich bin jetzt kein sehr guter Kapitän, aber ich könnte den Kahn schon bewegen. Ja, Kapitän, bis nach Punchom schaffen wir es ohne Steuermann. Wir haben mehr als genug fähige Leute, die sich hinter das Steuer klemmen können. Und wenn Kapok noch lebt, können wir auch noch einen Kurs setzen. Ihr seid da und Hasswolf ist da, das wird reichen. Ja, ich habe Kapok gefragt, er kann kein Schiff steuern. Sehr enttäuschend. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ich sehe mich auch als mehr als fähig, so ein Schiff zu steuern. Die Tür wird ein weiteres Mal aufgemacht und ihr könnt sehen und hören, wie Hasswolf mit seinem humpelnden Bein hereinkommt, die Tür wieder zumacht. Abenteuer. Hasswolf, es ist gut, euch zu sehen. Das Schiff geht vor die Hunde. Passwolf für sich setzen. Ja, natürlich. Danke. Nun, Passwolf, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Scheiße. Wir haben zwar nur 4 Leute verloren und das ist bei so einem Angriff nicht selbstverständlich, aber
Die Leute haben gesehen, wie ihr mit Schattendentakeln umher spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das wart oder ob das die Angreifer waren, aber das Schiff ist verflucht. Nun, ihr solltet vielleicht etwas entgegenwirken, um diese Gerüche zu zerstreuen. Ja, soll ich wieder gehen? Nein. Soll ich das jetzt machen? Nein. Ich werde mich drum bemühen. Gut. Kapitän, vielleicht sollten wir, weiß nicht, in eine kleine ausgelassene Feierei investieren. Ihr wollt hier in diesem Ding eine Feier machen? Nun, auf unserem Schiff. Für das macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn wir in Kunchom sind, feiern wir, nicht hier. Es bringt uns aber nichts, wenn die Moral unserer Mannschaft bis dahin im Keller ist. Wir brauchen noch nüchterne Matrosen, Baltax. Wir wissen nicht, wann wir hier ablegen müssen. Die müssen zu jeder Zeit im Zustand sein, dass wir den Kahn hier wegsegeln können. Ich denke, zuallererst brauchen wir einen neuen Mast, nicht wahr? Richtig, und Währenddessen können wir feiern. Naja, ja. Baltax, was hältst du denn davon, wenn Sulamin eine schöne Zeremonie abhält, eine schöne Rede hält? Das motiviert die Männer doch auch, und dann sind sie aber nicht besoffen. Nun ja, es gibt die Tradition des Leichenschmauses. Ihr wisst schon, erst eine Messe für die Toten, und nun ja, dann erinnern sich die Gäste daran, naja, dass sie noch am Leben sind und das Leben weitergeht. Vielleicht so etwas. Einfach ein Fest. Das schien mir unpassend. Gut. Sag mir, was ihr dazu braucht, und führt es durch. Nun, gibt es sonst noch etwas zu besprechen? Na, ich glaube, nichts, was wichtig ist. Wir sollten die Wachen, obwohl ich befürchte, ich denke tatsächlich nicht, dass wir hier nochmal angegriffen werden. Nedja derweil, fertig mit Sulamin, wird einmal zu dem Tisch greifen und die Schellen von Morgwin betrachten. Mhm. Das ist interessant. Inwiefern? Diese Armreife sind nicht von irgendjemandem. Sondern? Das sind die Armreife von dem Gründer des Hauses Gareth. Raoul. Die Armreife von Raoul dem Großen. Insignien des Hauses Gareth. Ich glaube schon, dass sich dafür Rohaya interessieren sollte. Warum hat ein zweitklassiges Gehör aus einem drittklassigen Beschwörerkreis etwas solches? Das weiß ich auch nicht. Dann, aber wir können sie nicht mehr fragen. Dann sollte ich ihr wohl einen Brief schreiben. Immerhin habe ich die Reifen ja gefunden. Ja, Nedja blickt sehr böse, zum zweiten Mal, dass sie heute sehr böse ist, in Richtung von Abelmir. Legt die Armreife dann wieder auf den Tisch und geht nach draußen. Nedja, bevor du gehst, Bist du einmal so nett und würdest dich um Mira kümmern? Mach ich, selbstverständlich. Danke, das ist sehr lieb. Also Kapitän, noch irgendwelche Befehle, bevor wir uns wieder hinlegen, weil ich befürchte, wir werden alle nochmal die Nachtruhe brauchen. Nein, aber verdoppelt die Wachen. Ja, natürlich. Ich denke zwar nicht, dass uns nochmal jemand angreift, nachdem die Krakonier ihre Fähigkeiten bewiesen haben, aber wie ihr wünscht. Nun, dann ist dieser Kapitänssitzung beendet. Wir sollten morgen eine Messe ansetzen, wie Zulamin gesagt hat. So ein Leichenschmaus, aber auch, wo wir uns an die Mannschaft wenden und ihnen unsere, die Variante der Geschichte, die für sie wichtig ist, erzählen. Zulamin nickt, nickt jemand das zu. Wir verstehen uns. Ja, Diamantis, du hattest mitbekommen, wie Rafim wohl noch irgendwer so über Träume gesprochen hatte. Auch während ihr die 10 Minuten gewartet hattet, habt ihr noch kurz über die Träume gesprochen, die ihr wohl alle hattet. Aber dann kannst du wieder sehen, wie sich die Tür ein weiteres Mal öffnet und der kleine Junge dich wieder anblickt. Er ist die Bowenstange gebeugt und er grinst dich wieder mit seiner blutenden Nase an.